Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu. Wow, ist das laut. Okay. Machen wir erstmal aus. So, komme ich gleich dazu. Ja, willkommen zu einem kurzen Infovideo. Und zwar habt ihr es am Titel wahrscheinlich schon gemerkt. XCOM. Ich habe mal wieder Lust drauf. Lauter Sounds hier. Ich habe mal wieder Lust drauf. Mega Lust drauf. StarCraft jetzt nicht so viel. Ich versuche das Video kurz zu halten. Short. Sehr kurz, später auch in Englisch. So, ja, yeah, English viewer have to wait a little bit. Genau. Folgendes: XCOM werde ich auf Englisch spielen. Ist schon mal alle, die jetzt Deutsch sind, hat aber einen Grund. Für mich ist XCOM einfach ein englisches Spiel. Punkt. Ich schaue die Let's Plays auf Englisch statt auf Deutsch. Ich lese mir die Forenbeiträge auf Englisch durch statt auf Deutsch. Die News, Zeugs, blablabla, ich hab's immer auf Englisch gespielt, ich werde es auch auf Englisch spielen und dann werde ich es auch auf Englisch kommentieren, weil ist auch eine verdammt gute Übung, denn es gibt sehr viele Texte dort zu lesen. Unglaublich viele Texte. Für jede Forschung, die man macht, Text. Cinematics, Text. Sehr viel Text, guter Text, kann man toll üben und heutzutage sollte eigentlich fast jeder irgendwie Englisch können. Jeder, der League of Legends spielt, Englisch. Fortnite, Englisch. Ja, es gibt auch deutsche Streams, keine Frage, aber Englisch. Wenn man irgendwas wissen will, Englisch. Die deutsche... Man findet viel mehr Informationen auf Englisch als auf Deutsch. Ist einfach so. Also Englisch macht Sinn, Englisch macht Spaß und kann ich ein bisschen üben, macht Sinn. Weil bei StarCraft, da spiele ich 10 Minuten, reg mich auf und fertig, kein Bock. XCOM spiele ich eine Stunde, reg mich auf, ist aber besser. So. Und jetzt kommen wir zum tollen Teil. Wird ungefähr Februar losgehen. Das Spiel. Das Let's Play. Commander Difficulty, denke ich mal. Also Commander Schwierigkeit. Normal ist mir zu wenig. Es sollte Commander sein. Es wird ein Iron Man sein. Das heißt, jeden Zug, den ich mache, wird auch gespeichert. Es wird ein Iron Man sein, wo ich ehrlich spiele, statt Iron Man zu aktivieren. Weil ich mit Mods spiele. Ich habe mir überlegt, ja, spielst halt das Standard-Dings. Ist satt gesehen, ist satt gespielt. Ich habe schon mal durchgespielt. Ich könnte es auf Legend probieren. Wäre auch sicher nicht leicht, die Mission. Aber, ist ein bisschen zu easy. Deswegen mit Mods wird lustig. Vieles, was ich nicht weiß. Viele Leute werden sterben. Vielleicht muss ich es dreimal probieren. Aber kein Abbruch. Ich werde es diesmal nicht abbrechen. Ich zieh's durch. Ende. Anders auch als bei Solo of a System Empires, ich zieh's durch. Also XCOM, habe ich Bock zu, will ich machen. Februar soll's losgehen, Anfang Februar. Jetzt kommen wir zu dem lustigen Teil. Ihr könnt bei XCOM nämlich Soldaten sein, die ich dann spielen werde. Genau. Und um das zu tun, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal zeige ich euch das hier kurz. Nein, falsch. Ich zeige euch... Oh ja, das Spiel wird... Oh, jetzt habe ich das Spiel gar nicht. Ja, dann... das wird gleich sehr lustig. Okay, das wird gleich mega lustig. Ach du Heil... okay, ich zeige euch jetzt erst das... Oh Mann. Ja, wenn man nicht vorbereitet ist und einfach drauf losmacht. Okay. Genau. Es wird wieder ein Exosheet geben. Möglichkeit 1, als Soldat dabei zu sein. Und zwar, Link in der Videobeschreibung unten. Da kommt ihr hin, XCOM 2, WOTC, Characters. Boom. Hier unten, ganz wichtig, das ist das Allerwichtigste, ist das Template. Das ist gesperrt, könnt ihr nicht verändern, könnt ihr nur anschauen. Da werdet ihr rechts draufklicken und dann auf Duplizieren drücken. Bam. Dann schreibt ihr unten euren Charakternamen rein, wieder Rechtsklick und Umbenennen. Das geht dann, der ist dann nicht mehr gesperrt. Und dann tragt ihr hier alles ein. Also erster Name, letzter Name, Nickname, bla bla bla, bum bum bum. Ihr könnt eine Biografie, so eine Art Hintergrund für euren Charakter erstellen. Bitte nur knapp 1000 Zeilen, Zeichen, 1000 Zeichen. Weil ich werde es vorlesen, ich werde die Leute ein bisschen einführen. Sagen, ja, wir sind jetzt zu XCOM gekommen, wir sind jetzt zu uns gekommen, werde ich machen. Das heißt, einen kleinen Background könnt ihr da hin tun. Hat das erlebt, das ist passiert, Aliens, blablabla, keine Ahnung, könnt ihr frei machen. Vielleicht war es ja auch bei Advent, was weiß ich. Und dann könnt ihr hier alles eintragen, frei Schnauze, wie ihr lustig seid. So, ganz unten auch nochmal wichtig, Soldatentyp und Soldatenklasse. Typ ist, glaube ich, ob ihr zu XCOM gehört, zu den Skirmishern, den Reapern oder den Templar.
Und hier unten ist dann die Klasse. Also, wenn ihr, das, die Klasse fällt bei Skirmisher, Reaper, Templar weg. Bei Soldat, wenn ihr einfach nur XCOM-Soldat wählt, dann habt ihr hier Grenadier, Sharpshooter und so weiter. Also, das, ne, könnt ihr dann sehen. Und ganz viel Zeugs. Oder, was mir noch lieber ist, falls ihr XCOM besitzt, XCOM 2. Darum geht's hier. Könnt ihr einen eigenen Charakter erstellen. Und jetzt wird's lustig, weil ich wollte euch das zeigen. Wird noch nicht so einfach. Ich nenne das jetzt schnell XCOM. Genau, jetzt pass auf, jetzt wird's kurz lustig. Spielaufnahme. XCOM. Okay. Beliebige voll bestimmtes Fenster. Fenster. XCOM. Bam. Haha, okay. Also muss ich noch alles einstellen. Werde ich dann auch machen. Wird man dann sehen. Aber erstmal nur, damit ihr das kurz sehen könnt. Habt ihr hier euren Charakterpool, da klickt da drauf. Könnt dann hier Create Character, Import Character, ist egal. Ihr klickt dann auf Charakter erstellen, ist halt dann Deutsch oder Englisch, ist egal. Drückt mal jetzt auf irgendwann drauf, zum Beispiel den guten alten Connor. Da könnt ihr alles einstellen. Warum es hier so ein blöder Fleck ist, weiß ich nicht. Genau. Genau, da könnt ihr alles einstellen. Charakterinfo, First Name, Nickname, Biografie, Nationalität. Da habt ihr hier alles. Also wer das benutzen will, das Excel-Sheet, da schaut's hier nach, was es alles gibt. Müsst ihr halt ein bisschen rumfummeln, kann ich nicht ändern, weil nur das gibt es alles. So, müsst ihr dann auf Pause drücken. Geht. So könnt ihr das machen. Ist ein bisschen Gefummel, aber dafür seid ihr dann dabei. Gender ist klar. Voice, was für eine Stimme ihr habt. Habt ihr auch hier verschiedene Stimmen? Könnt ihr jetzt natürlich nicht anhören, gehe ich auch nicht alles durch, dauert viel zu lang, aber könnt ihr auch aussuchen. Gibt es vielleicht ein Video im Internet, müsst ihr mal gucken, oder ihr habt das Spiel selber und dann wisst ihr es, ne? Genau, und Attitude gibt es auch ein paar, bei The Rock, Laid Back, Intense, Noble, Twitchy, Go Happy, Bad Luck, bla bla bla. So, könnt ihr euch aussuchen. Für den Kopf gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, gibt verschiedene Gesichter, Face A, B, C, D, E, F, G. Haare, seht ihr jetzt nicht, wegen dem Hut, gibt's da auch ein paar. Jetzt, warte mal, nehmen wir mal einen, der nix hier hat, keinen Hut. Genau. Haare gibt's verschiedene, bold, bla bla bla. Also das seht ihr hier alles, wie das ausschaut, so grob. Gibt's verschiedene, steht ja auch dran, was es ist, ne? Benutzt da besser dann die englischen Dinger, weil auf Deutsch weiß ich's nicht. Also das muss im Englisch sein. Da gibt's verschiedene, also da kann man ganz lustigen Kram machen. Gibt's alles, ne? Haarfarbe gibt's auch ganz viele, habt ihr jetzt auch gesehen. Augenfarbe habt ihr auch gesehen, dass ihr die wisst, müsst halt pausen. So, Rasse, keine Ahnung, gibt's halt verschiedene. Für Hautfarbe dann wird das dann auch unterschiedlich sein. Hier, je nach Rasse habt ihr dann wahrscheinlich andere Hauptfarben, vermute ich mal. Helme gibt und Zeugs gibt's auch. Reaper-Zeugs, bum bum bum. Gehe ich jetzt nicht alles durch, aber da gibt es eine ganze Menge. Ne? Jemand, der das Spiel hat, ist hier natürlich jetzt im Vorteil, weil er da viel mehr mitmachen kann. Aber ja. Ich gehe hier nur durch, damit ihr kurz die Beschreibungen habt, damit ihr das eindeutig machen könnt. Hier Augenring, Ohrring, Nasenring und so ein Zeugs. No Stud ist halt hier dann so ein Ding. Ne? Upper Face Prop hat man gerade. Lower Face Prop. Gibt es hier verschiedene Masken, Zigarre, Zigarette und so weiter. Was auch noch? Facial Hair, wie der Bart ausschaut. Könnt ihr jetzt vorne sehen. Also, na, gehe ich jetzt nur schnell durch, damit ihr das wisst. Gibt's alles. So. Gesichtsfarbe, gibt's auch vieles. Also da könnt ihr euch austoben, wenn ihr das Spiel habt. Leider gibt es den Editor nicht frei. Im Internet habe ich nicht gefunden. Müsst ihr suchen. Also ich kann euch leider nicht alles abnehmen. Ich kann euch bloß sagen, das gibt's, das sind die Möglichkeiten. Ansonsten, wenn euch das zu viel ist, könnt ihr auch einfach nur alles eintragen, was ihr wisst. Und den Rest mache ich danach gut dünken. Und wenn es euch nicht passt, könnt ihr das dann in die Kommentare schreiben und dann wird es geändert. Ne? Also ganz, ganz easy. Genau, für die Waffe gibt's auch verschiedene Waffenfarben. Da hat es dann 100 Stück von 0. Bis, okay, 97, knapp 100. Und hier das Muster der Waffe gibt es auch ganz verschiedene. Bei mir ist natürlich der Tiger, ist ja klar. Aber hier auch Alien Spectre, Viper Armor und so, also Snake Skin. Das gleiche gibt es dann auch für. Upsi, jetzt bin ich einmal zu weit raus.
Für die Rüstung, bei Body müsste es gewesen sein. Armor Pattern, genau, Army Main Color hat's auch. 97, könnt ihr euch anschauen. Secondary, genau das gleiche. Das ist dann halt das darunterliegende. Genau. Armor Pattern hat auch wieder ganz viel. Left Arm könnt ihr dann hier sehen. Zack, 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 hat's ein bisschen was. Right Arm hat auch ein bisschen was. Zack, 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 kann man auch ganz lustig machen. Vielleicht werde ich da mal rumgehen. Schulter hat's ein paar Dinger. Hier so Spikes und so Zeugs, ne? Kann auch ganz lustig sein. So Zerkling-Spikes. Oder hier auch. Irgendwas. Also gibt's verschiedenen Quatsch. Torso sind unterschiedlich. Da kann man mal drüber gucken. Das ist jetzt getrennt. Das war vorher nicht getrennt. Jetzt gibt's das getrennt. Hier könnt ihr halt Shorts rumlaufen, wenn ihr lustig sein wollt, ne? Geht alles. Left Arm Tattoo, Right Arm Tattoo gibt's auch viele. Seht ihr halt hier dann. Na? Also ich gehe das jetzt wirklich nur schnell durch. Und dann Tattoo Color halt auch noch. Und das war's hier. Soldier Type, Soldier, Skirmisher, Reaper, Templar, Spark. Wie auch immer das funktionieren soll. Ich glaube, das geht nicht, weil das ist eine Maschine. Weiß ich aber nicht. Und dann Random Class, Psy Operative, Grenadier, bum bum bum. Denn als Psy, da muss ich das machen, dass ihr da nicht dabei seid am Anfang, weil ich glaube, ihr könnt nicht als Psy auftauchen, aber das weiß ich nicht. Und dann entweder als VIP zum Retten, dunkler VIP zum Gefangen nehmen oder als Soldat. Nehmt am besten als Soldat. So. Und das war's dann. Und wenn ihr das fertig habt, dann irgendwo draufklicken, zack, und Export Selection. Dann kriegt ihr ein Bin-File und das kommt auch in die E-Mail. Schreibe ich runter, schickt mir das bitte per E-Mail. Betreff, XCOM Soldier, XCOM Soldat, wie auch immer, weiß ich Bescheid. Und dann einfach nur die Bin-File als Anhang, fertig. Keine Viren, kein Scheiß. Will ich nicht auf meinem PC haben. Genau. Und dann füge ich euch hier dazu und dann taucht sie auf und seid dabei. Ne? Ganz, ganz easy. Genau. Das war's dann im Grunde auch schon. Fertig. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen. So, jetzt müsst's passen. Ist schon wieder 12 Minuten. Den gleichen Kram mache ich jetzt noch für Englisch. Das heißt, für die Leute, die Deutsch schauen, ab hier ist Ende. Freue mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr dabei sein wollt. Vielen Dank und vergesst nicht, hier dabei zu sein oder das Bin-File. Das müsst ihr finden. Bin, Ini, irgendwie sowas. Wo das dann ist, müsst ihr am PC schauen. Gibt's aber Tools, googelt mal. Es gibt da ganz viele Infovideos dazu. Halt meistens auch auf Englisch, ne? So ist es halt. Aber da schaut's einfach und dann passt das. Genau. Und dann sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Wird lustig. Bis dahin, macht's gut. So, and now for the English guys, because XCOM 2 will be on English, of course. Welcome to the short info video I'm doing now. I'm going to plan playing XCOM 2, the expansion, War of the Chosen, with English commentary, of course, and English gameplay. On Commander difficulty Iron Man. I won't enable Iron Man, but I will be Honest Man and play it on Iron Man because I will have many, many mods on to play this game. I was thinking maybe play the vanilla game, but it's kinda old, so I really want to play the modded game with some nice mods I've chosen, new enemies, a little bit more difficult. And I know I did cancel XCOM 2 like 3 times, but this time I will stick through it and play it as often as necessary with your characters. That's what this info is video is about, with your characters to beat this game. And maybe after that, Legend Iron Man, we will see. So if you're interested in participating with a soldier in this playthrough, there is something you need to know down in the video description. More sounds. Down in the video description, you will find this Excel sheet on Google Docs, XCOM 2 WOTC characters, which you click. Then you go to, then you get to this site, and there you can put in all your character specifications like name, nickname, a short biography with 1K symbols maximum, so 1,000 symbols at maximum, please. Because I want to introduce your character, get through the biography, the background you got, but it shouldn't be too long. If I have 3 characters, then I have to read 3K symbols already. Nah, it should be, maybe I get maximum 2K, but maybe 1.5, I don't know, but keep it
rather short than give me a short story. Like, I don't want to read 10,000 sentences, you know. So you can put everything here. If you join the German part, I'm sorry, you have to skip through the video. I went over all the possibilities you got. Sadly, there is no character editor online you can just download. It's integrated in the game, so either you have the game, which would be awesome, or you don't, and then you need to go through my video and have a look on what's available or not. I really just get over it very shortly, so you will have to pause a lot in order to make your character look like you want if you don't have the game. But that's not a problem. What you don't care about, you just leave blank and I fill in like I think it would be nice. And you can always comment down below then and say, hey, I want to have this character, my character should be that and that, and my character should look like this and that, and so on. So you can always edit your character if there's something you don't like, for example. Or you have the game, and you go into the character pool, create a character, extract it, and send then the ini or bin file. I think it's a bin file, but I'm not quite sure. And send it to my email, which will also be down in the comment section below. Please no viruses. I trust you there. Send it me per email. Just the file, nothing else with blah, 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 blah. I don't need to know. Just the file and I will edit. And XCOM 2 Commander Iron Man with mods should air starting February, I guess. So with that, you have enough time to get your characters done, so I have enough people to start with. Please do this, and then we can start and have a lot of fun, and it will be awesome and frustrating, and people will die left and right, and I will fail, and Edwin will take over the world as usual. But I will grow into it and do as many runs as possible. I also downloaded the DLCs, Alien Hunter, like the reinforcements packs, so we have the Alien Hunter and the Sparks. I don't know if you can be a Spark, but hey, maybe it's possible. Maybe if you say you want to be a Spark, then I will produce a Spark with your specs. Should work as well, I guess. Could be interesting. Maybe Spark is also possible. Then you are a robot, like a huge bulky robot with no personality, not like Wally. But hey, you can be a robot as well if you want to. Not a mechanized android or something, but a robot. And yeah, that's basically it. So I hope that's all you need to know. It will air February. You get the character, your own character there. Then we will play, have fun. I'm just thinking, anything else? Don't think so. If so, I will get another video out or anything. I don't know. So I wanted to have this short. Now it's almost 20 minutes long. Yay, as always. But there was a lot of stuff I had to talk and go through to. Yep. So I hope you will join. Would be awesome to see you guys there. And this time I stick with it. That's a promise. Unless I die or both hands get chopped off or anything like that, I will play through this, okay? And make as many tries as needed to get through this with your characters. Some will die, that's for sure. I have lots of mods, will be lots of fun, lots of stuff I've never seen before. Definitely a challenge. I played through the War of the Chosen expansion once, so I know what will await me, how the game mechanics work. I will go through them, of course. I will read everything, of course. I will go over every cinematics, of course. So you will get the full package. But for me, I thought like, yeah, the vanilla game is nice. It's really nice. It's huge, but kinda stale. It's easy. If you get the card which removes an avatar block on every end of the month, instant win. You can stall the game as long as you need, tech up as long as you want, and then have 6 Psy operatives and just win. I don't know if it will be this time like that as well. I don't know if that will be the strategy, but it's a possibility, and it's boring. But okay, enough
of that now. Thank you so much for watching, or rather hearing, and hopefully we see us on the battlefield. I wish you a very nice day, and goodbye.